Frau Mohr, Sie sind Leiterin der Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz. Der Papst wünscht sich mehr Beteiligung von Jugendlichen. Das ist doch super, oder? Ja, klar. Begrüßen wir total. Vor allen Dingen, weil er ja auch selbst direkt damit in die Umsetzung geht. Die Online-Umfrage, die sich an Jugendliche richtet, das gab es bisher noch nie. Er will Jugendliche beteiligen. Wir haben auch gehört, dass Jugendliche als Beobachter zur Synode in Rom eingeladen werden. Und finden wir super. Das heißt, die Vorbereitungen für die Synode laufen? Ja, die laufen. Also der Fragebogen, der sich jetzt an die Fachleute in der Jugendpastoral richtet, der ist raus. Die Bistümer sind aufgerufen, die Antworten dazu zu schicken. Wir legen unser Wissen dazu und da entsteht schon mal das erste Papier. Und wir haben natürlich noch so ein paar Projekte in der Hinterhand, die wir jetzt holen werden. Also wir werden einmal eine App für Jugendliche erarbeiten, sodass Jugendliche direkt auch schon mal wissen können, wo kann ich mir ja eine Beratung holen, wo kriege ich vielleicht eine Begleitung, wenn ich auf der Suche nach Berufung bin, und auch verschiedene Felder aufzeigen, wo man sich engagieren kann, wenn man was sucht, wo man sich in der Kirche engagieren will. Welche Herausforderungen entstehen denn dabei? Naja, die große Herausforderung ist immer, die Jugendlichen zu erreichen, und zwar in der Sprache, die für sie auch passt. Es gibt viele, viele Jugendliche, die sich in den Verbänden als Messdiener, Messdienerin und in anderen Feldern der Jugendpastoral schon zu Hause fühlen, aber es gibt natürlich auch noch viele, die wir erstmal nicht erreichen, und da ist immer die Frage, wen haben die zum Gespräch, wer begleitet die auf der Frage nach ihrem Weg im Leben, und wo können die auch Fragen zu Gerechtigkeit und Friede und sowas loswerden, und wie können wir da Ansprechpartner sein, und wie können vor Ort in den Gemeinden, aber auch in den Verbänden, in den Jugendgruppen Menschen gewonnen werden. Welche Erfahrungen machen Sie denn? Wie erreicht man denn am besten Jugendliche? Wie erreicht man das, was sie bedrückt, worüber sie sich Sorgen machen, aber auch was sie sich vielleicht erhoffen von der Kirche? Also ich glaube, ganz wichtig ist einfach, dass man authentisch ist, dass Jugendliche merken, sie sind ernst genommen, sie sind wahrgenommen, und dass man auch, dass auch Jugendliche merken, der da mir gegenüber sitzt, der meint es auch ernst mit mir und der spricht in der Sprache, die seine ist, die jetzt nicht verkünstelt, verstellt ist, weil er irgendwie mit einem Jugendlichen redet, und dass es auf einer Augenhöhe stattfindet. Und gleichzeitig merken wir, dass Jugendliche natürlich nicht dann kommen, wenn sie eine existenzielle Lebensfrage haben, sondern sie müssen vorher schon wissen, hier ist jemand, mit dem kann ich mich auseinandersetzen, der hilft mir, und dann braucht es eine Verbindlichkeit, es braucht Strukturen, es braucht Menschen, die da sind, und dafür einfach Ressourcen, damit Jugendliche von vornherein ein gutes Gefühl haben, wenn sie bei der Kirche auch dann, wie Sie gerade gefragt haben, in existenziellen Fragen, Notfragen, auch jemanden in der Kirche suchen, der ansprechbar ist. Also warum ich jetzt da drauf geguckt habe, wir haben bei Katholisch die auf Facebook User eingeladen, Fragen zu stellen an die an der Pressekonferenz teilgenommen haben. Eine Frage wäre jetzt zum Beispiel an Frau Mohr, an Sie, fragt Christian Huber: Ich arbeite mit jungen Flüchtlingen, hier gibt es einen großen Bedarf und Interesse. Haben Sie hier Erfahrungen, die Sie uns weitergeben können, was uns bei der Unterstützung von jungen Flüchtlingen helfen könnte? Wir hatten letztes Jahr dazu einen Fachtag, um auch nochmal rauszukriegen, welchen Bedarf gibt es. Und wir werden jetzt die Ergebnisse aus diesem Fachtag nochmal bei uns auf die Homepage stellen. Und da findet man dann sehr, sehr viele Links, wo die Einrichtungen sitzen, die genau in dem Bereich auch unterstützen können. Da geht es ja oftmals um Ausbildung von Ehrenamtlichen, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren. Wir können da auch verweisen auf den BDKJ, die auch einiges dazu schon gesammelt haben, auf bdkj.de. Und auch bei der katholischen Jugendsozialarbeit gibt es verschiedene Träger, die sich da schon als Expertin hervorgetan haben und die Angebote machen, die unterstützen, die ausbilden und so weiter. Wenn ich mich so unter jungen Menschen umhöre, fällt mir auf, dass viele sich viele Sorgen machen, sich ausgegrenzt fühlen, vielleicht durch Krankheit, durch Einschränkungen. Kümmern Sie sich auch um diese jungen Menschen? Ja, es gibt ein großes Feld der Jugendpastoral, nämlich die Jugendsozialarbeit, die sich eben ganz klar um Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, kümmern. Aber es ist auch für alle anderen Jugendlichen immer wieder wichtig, den Blick auf die zu richten, denen es nicht so gut geht wie ihnen. Und es gibt 2019 die 72-Stunden-Aktion, wo man nochmal genau für Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, Projekte macht. Und es gibt aber auch immer wieder, gerade hatten wir die Flüchtlingsarbeit, auch das ist ja eine Intention von jungen Menschen, denen zu helfen, denen es nicht so gut geht wie uns. Und da haben junge Menschen in Deutschland schon einen großen Sensus dafür, zu sehen, dass es ihnen sehr, sehr gut geht und dass sie gute Bildungs- und Ausbildungschancen haben und dass man da einfach was tun muss, damit es anderen Menschen auch gut geht. Drei Königsaktionen hatten wir jetzt gerade wieder, wo Kinder von Haus zu Haus ziehen, um für andere auch Geld zu sammeln und für deren Lebenssituation zu werben. Da gibt es ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte.
Wir hatten auch noch eine Userfrage vorhin, und zwar, worin unterscheidet sich die kirchliche Jugendarbeit von einer normalen oder anderen Jugendarbeit? Also was ist das Herzstück der katholischen kirchlichen Jugendarbeit? Naja, wir haben natürlich eine ganz andere Wertegrundhaltung als andere Jugendarbeit, die vielleicht auf anderen Werten gründet. Und wir haben die frohe Botschaft im Hintergrund und ein Vorbild, nach dem wir versuchen, uns auszurichten. Und das wollen wir den Jugendlichen mit auf den Weg geben, den jungen Menschen, dass sie auch ihr Leben und ihr Handeln danach ausrichten können. Heute ist Internationaler Tag der Frauen. Wie sieht denn die Frauen oder die gerechte Verteilung von Frauen und Männern in der kirchlichen Jugendarbeit allgemein aus? Ich habe heute ein Bild dazu auf Facebook gesehen, wo deutlich gemacht wurde, wie viele Frauen und wie viele Männer sind ehrenamtlich engagiert, und das war halbe halbe. Das ist im ehrenamtlichen Bereich in der Jugendpastoral, glaube ich, auch ganz gut gegeben. Das ist zum einen, weil es natürlich gerade in den Verbänden auch Strukturen gibt, die durch die Satzung vorschreiben und vorsehen, dass Frauen und Männer zu gleichen Teilen beteiligt werden. Das hat aber auch was damit zu tun, dass die junge Generation das natürlich gerne auch so lebt und dass da schon angekommen ist, dass Männer und Frauen gut miteinander arbeiten können, dass das auch einen Mehrwert hat, wenn man miteinander arbeitet. Und von daher ist das im ehrenamtlichen Bereich der Jugendpastoral gang und gäbe. In vielen anderen Bereichen, glaube ich, ruft der Weltfrauentag auch dazu auf, noch einiges zu tun. Was wäre denn Ihr weiblicher Blick auf die Jugendseelsorgearbeit? Also worin unterscheidet die sich vielleicht von einem anderen Blick? Mein weiblicher Blick? Also ich als Frau wünsche ich mir, dass es einfach auch im hauptamtlichen Bereich mehr Gleichberechtigung von Frauen und Männern gibt, indem man die Positionen, die Aufgaben, die es gibt, eben vielleicht nicht nur ans Weiheamt koppelt, sondern auch so verteilt, dass es auch von Frauen wahrgenommen werden kann. Und da könnte man jetzt mal ganz konkret in der Jugendpastoral noch was tun. Danke für das Gespräch. Gerne.